Sehr geehrter Dieter Kraus, sehr geehrter Ron Kraus, sehr geehrte Frau Barbara Bischitzky-Ehrlich, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu diesem Zeitzeugengespräch der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und der Friedrich-Ebert-Stiftung. Es ist sehr besonders, jetzt in so viele online zugeschaltete Gesichter zu schauen. Danke für Ihr großes Interesse an diesem Abend. Danke vor allem aber Ihnen, Dieter Kraus, dass Sie sich heute mit uns online treffen. Sie sind aus Prag mit uns verbunden und es freut mich außerordentlich, dass wir in diesem Jahr der Corona-Pandemie nicht komplett auf das Gespräch über Ihr Leben und ihre Lehren aus Ihrem Leben verzichten müssen. Eigentlich hätten wir uns ja am 2. Mai treffen wollen, dem Vorabend der Befreiung des Konzentrationslagers Neuengamme in Hamburg. Das war am ersten Corona-Lockdown nicht möglich. Nun sind wir im zweiten Lockdown und lassen uns trotzdem nicht davon abhalten, miteinander zu sprechen. Das freut mich sehr. Eine kurze Vorstellung. Dieter Kraus wuchs in einer sozialdemokratischen jüdischen Familie in Prag auf. Sie wurde dann ins Ghetto Theresienstadt deportiert und später kam sie ins Konzentrationslager Auschwitz. Von dort aus wurde sie ins KZ Neuengamme nach Hamburg gebracht und schließlich im April 1945 in Bergen-Belsen befreit. Nach dem Krieg zog sie nach Israel, gründete dort eine Familie und lebt heute überwiegend in Prag. Ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Dieter Kraus. Es ist eine Ehre, Sie jetzt hier begrüßen zu dürfen. Sie sind heute nicht allein bei uns, sondern mit Ihnen ist Ihr Sohn, Ron Kraus, in Israel. Dear Ron, a very warm welcome to you. Thank you very much for joining us and speaking with us about your family history and the remembrance of the Holocaust inside your family. Speaking these words in English, I use the chance to welcome all our international guests in this video conference. We are happy that so many guests from different countries are now here with us. We hope you all understand German because most of the time we will use the German language. The interview with you, Ron, will be later on held in English. So once again, a very warm welcome to you and great to have you here via video from Israel. Als dritte Mitwirkende an diesem Abend begrüße ich sehr herzlich Barbara Bischitzky-Ehrlich. Sie ist Sprecherin und Theatermacherin, lebt in Frankfurt und ist außerdem die Nichte von Dieter Kraus. Sie wird für uns heute Passagen aus dem Buch »Ein aufgeschobenes Leben« von Dieter Kraus vorlesen, sodass wir einige Passagen auch nochmal gelesen aus Ihrem Leben, Frau Kraus, mitbekommen. Vielen Dank dafür und ganz herzlich willkommen, liebe Barbara Bischitzky-Ehrlich. Die Moderation des Gesprächs übernimmt gleich Ulrike Jensen von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Dir, liebe Uli, auch ein ganz herzliches Willkommen und einmal mehr vielen Dank für die gute Zusammenarbeit unserer beider Institutionen bei der Organisation eines solchen Zeitzeugengesprächs. Herzlich willkommen auch allen weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Einige sind hier in dieser Videokonferenz dabei. Bevor es gleich losgeht, einige Worte zur Technik. Wir sind eine sehr große Runde. Sie sehen es, über 200 Gäste haben sich eingewählt. Wir haben deswegen Ihre Mikrofone automatisch stumm geschaltet. Sie können das auch nicht selbst ändern. Das hat den Grund, dass sonst, wenn wir uns alle laut und leise wiederstellen, Störgeräusche entstehen und auch die Bildschirmansicht ständig wechselt. Wenn Sie etwas fragen möchten, wenn Sie kommentieren möchten, was gesagt oder gelesen wird, nutzen Sie dazu gerne die Chat-Funktion. Die finden Sie unten in der Mitte Ihres Zoom-Bildschirms. Da finden Sie die Worte Chat und so eine Sprechblase. Wenn Sie dort draufklicken, öffnet sich bei Ihnen rechts am Fenster, rechts ein Fenster, wo Sie dann eben reinschreiben können. Das sehe ich hier auf meinem Bildschirm und werde das dann an die Moderatorin, an Ulrike Jensen, weiterleiten. Wir werden gleich starten mit einer ersten Lesung aus dem Buch »Ein aufgeschobenes Leben«. Barbara Bischitzky-Ehrlich wird das vorlesen. Wir haben ein klein bisschen technische Schwierigkeiten gehabt bei der Aufnahme dieser Veranstaltung, sodass Sie gleich mir ein paar Sekunden fehlen werden, aber gleich dann mitten im ersten Leseteil wir von Frau Bischitzky-Ehrlich gleich einsteigen werden und ab dann läuft das Video des Zeitzeugengesprächs auch ohne weitere Unterbrechung durch. Ja, noch einmal ganz herzlich willkommen Ihnen allen. Es ist großartig, Sie jetzt hier begrüßen zu dürfen. Ich wünsche uns allen einen interessanten, einen nachdenklichen Abend und einen Abend, aus dem wir etwas mitnehmen können für die Demokratie und die Menschenrechte in Deutschland oder wo auch immer wir wohnen. Damit übergebe ich das Wort an dich, liebe Barbara. Er war gut gebaut, mittelgroß, hatte gerade Schultern und war schlank. Sein gewelltes, dunkles Haar trug er kurz und er hatte eine typisch jüdische Nase und graugrüne Augen, so wie ich. Mutter sagte immer, ich hätte Papa-Augen.
Er war sorgfältig gekleidet und hatte gepflegte Fingernägel. Wenn er sich vorm Zubettgehen auszog, legte er seine Kleider ordentlich über einen Stuhl. Schlüssel, Taschenkamm und Brieftasche nahm er heraus und legte sie auf den Tisch. Im Schrank befanden sich mehrere gestärkte, abnehmbare Kragen, die in der gleichen Reihenfolge angeordnet waren wie der Stapel gebügelter Hemden. Den Kragen wechselte er täglich, das Hemd jeden zweiten Tag. Ich sehe meinen Vater heute noch vor mir, wie er vor dem Spiegel steht und überlegt, welche Krawatte zu seinem Hemd passt und wie er sich ein sauberes Taschentuch in die Brusttasche steckt. Ich war ganz stolz, dass er Rechtsanwalt Dr. Hans Pollach war und so ein wichtiger Mann. Im Sozialversicherungsinstitut vertrat er die Interessen der Arbeiter ein. Genau wie es seinen politischen Ansichten entsprach. Zu Beginn seiner Laufbahn war er in der Anwaltskanzlei Dr. Ludwig Čech tätig gewesen, dem späteren Sozialminister der tschechoslowakischen Regierung. Vater hatte keine eigene Kanzlei eröffnen wollen, weil er dann möglicherweise gezwungen gewesen wäre, Kriminelle zu verteidigen, von denen er wusste, dass sie schuldig waren. Das hätte er mit seinem Gewissen niemals vereinbaren können. Deshalb entschied er sich für den Staatsdienst und wurde nie so reich wie andere Anwälte. Was für ein gut aussehendes Paar meine Eltern waren. Ein Foto von Vater in Badehose zeigt seinen athletischen Körper. Mutter war nicht im klassischen Sinne schön, aber sie hatte zarte Haut, gute Proportionen und wohlgeformte Beine. Ihr hellbraunes Haar trug sie im Nacken zu einer Rolle eingedreht, wie es damals Mode war. Ihre Augen waren hellblau, ihre Nase ein wenig zu lang. Sie wusste um ihre vorstehenden Vorderzähne, weshalb sie auf Fotos nie lächelte. Außer auf einem Schnappschuss, den ich von ihr habe. Wie schön doch die Kindheit ist, wenn man keinen Sinn dafür hat, wie die Zeit vergeht, wenn der Tag kein Ende hat und jeder Sommer ewig dauert. Welche Freude, ein neues Paar Sandalen zu bekommen, weil die alten zu klein geworden sind. Plötzlich tauchten im Kleiderschrank meine leichten Sommerkleider mit Blumenmuster wieder auf und ein, zwei neue hingen auch dabei. Mutter nähte sie selbst, oft half Großmutter ihr. Dann verwandelte sich mein Kinderzimmer in eine Nähstube und die beiden Frauen waren die nächsten Tage nur damit beschäftigt, Kleider anzufertigen. Sondern auch Schürzen, Schlafanzüge und Röcke. Wir waren eine sehr sparsame Familie. Nichts, was ich noch irgendwie verwenden ließ, wurde weggeworfen. Die Kleider, die sie mir nähten, hatten breite Säume, die man noch auslassen konnte, wenn ich wuchs. Schuhe kauften sie mir in der Regel eine Nummer zu groß, damit ich sie im Jahr darauf noch tragen konnte. Bis heute bewahre ich die Reste von Stoff, Wolle und Essen immer auf. Es war und ist zu einem gewissen Grad heute noch eine europäische Sitte, nicht verschwenderisch zu sein. Es gehört zur Tradition und hat nichts damit zu tun, wie arm oder reich man ist. Meine Großmutter war eine große Verfechterin von Sparsamkeit. Sie ribbelte alte Pullover auf, wusch und dehnte die Wolle, um sie wieder geschmeidig zu machen und strickte dann etwas Neues daraus. Alte Strümpfe, die sich nicht mehr stopfen ließen, schnitt sie in Streifen und aus diesen machte sie mit einer großen Häkelnadel Fußmatten. Ziemlich hübsche sogar. In braun, beige und schwarz, die unter dem Fuß angenehm federten. Sie bewahrte sogar gebrauchte Zündhölzer auf, für die sie neben dem Gasherd eigens eine kleine Schachtel aufgestellt hatte. Sie benutzte die abgebrannten Hölzer, um eine neue Flamme zu entzünden, wenn eine andere schon brannte. Mein Großvater war als junger Sozialist aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten und seine Söhne waren konfessionslos aufgewachsen, genau wie ich. In der Schule hatte ich Freistunden, wenn die anderen im Religionsunterricht waren. Ich war weder katholisch noch protestantisch noch sonst irgendetwas. Ich hatte noch nie einen Chanukka-Leuchter gesehen und noch nie von Pessach oder Yom Kippur gehört. In der dritten Klasse begegnete mir zum ersten Mal das Wort Jude.
Das war 1938. Im selben Jahr, in dem Hitler das Sudetenland besetzte. Meine Eltern machten besorgte Gesichter und ich hörte, wie sie sich darüber unterhielten, ob man auswandern sollte. Es fielen Namen von Ländern wie Chile, Bolivien und Brasilien. Sie schrieben sich immer öfter mit Adolf Pollack, dem Onkel meines Vaters, der in Tel Aviv lebte, ob man nach Palästina ziehen solle. Was meinen Vater davon abhielt, war nicht nur die Tatsache, dass es ziemlich schwierig war, ein Einreisevisum zu bekommen. Vor allem hatte er Angst, seine Familie nicht versorgen zu können. Viele Menschen lernten ein Handwerk oder brachten sich andere praktische Fertigkeiten bei, um in einem anderen Land ihren Lebensunterhalt verdienen zu können. Aber mein Vater war handwerklich gar nicht begabt und er wusste, in seinem Beruf als Rechtsanwalt würde er dort nicht arbeiten können. Während meine Eltern noch hin und her überlegten, sorgten die politischen Entwicklungen dafür, dass wir gar nicht mehr auswandern konnten, selbst wenn wir gewollt hätten. Nach der Annexion des Sudetenlandes wurde die deutsche Minderheit in der Tschechoslowakei übergriffig und aggressiv. Eines Morgens lag auf meinem Pult in der Schule ein Zettel, auf dem stand: Du bist Jüdin. Ich wusste nicht, was das heißen sollte und nahm den Zettel mit nach Hause, um ihn meinen Eltern zu zeigen. Sie wurden ganz ernst und ich spürte, dass hier etwas ganz Bedeutendes vor sich ging. Danke, liebe Bara, für diesen ersten Teil der Lesung Kindheit und Jugend von Dieter. Wir versuchen das mal, wir beide, wir schaffen das, wir kriegen das hin mit diesem Medium. Es ist einigermaßen eigenartig, in einen Computer zu sprechen und dich nicht zu sehen, aber ich hoffe, gleich tauchst du auf. Du warst ja einige Zeit auf dem Land, da hatten deine Eltern dich hingeschickt, hast in deinem Buch sehr froh auch über diese Zeit auf dem Land geschrieben, aber du bist irgendwann nach Prag zurückgekommen und hast dein Leben verändert vorgefunden. Das heißt, nach dem Einmarsch der Deutschen gab es Veränderungen, gerade natürlich für jüdische Familien. Magst du uns da ein bisschen drüber erzählen, was sich verändert hat in deinem Leben? Als ich in dem, erst einmal guten Abend. Da bist du. Good evening. Ich war im Land für ein ganzes Jahr. Die Eltern wollten mich, erstens war ich dort zu Ferien. Und als der Krieg ausbruch, blieb ich dort als Gast und ging dort zur Schule. Dort fühlte ich überhaupt keinen Antisemitismus. Ich wurde dort gut akzeptiert. Das war eine Schule nur für Mädchen. Und ich hatte gute Freundinnen dort. Ich fühlte mich wohl. Natürlich war es mir bange nach den Eltern. Und das äußerte sich, heute weiß ich das als Erwachsene, damals wusste ich nicht, dass das zusammenhängt mit dem, dass mir die Eltern fehlten. Ich bekam Magenkrämpfe. Ich leidete an Magenkrämpfen dort. Aber es war nicht so schlimm. Das war so ein Teil von meinem Leben. Ich akzeptierte das. Es war ein schönes Jahr mit der Familie. Und als du wieder nach Prag in die Stadt zurückgekommen bist, wie hat sich dein Leben da dargestellt? Du warst ja länger weg gewesen. Das hat sich sehr geändert, weil inzwischen sind meine Eltern aus der Wohnung ausgewiesen worden. Da kamen zwei deutsche Offiziere und behaupteten, sie wollen eine Wohnung und wir müssen ausziehen. Und in dem Jahr, als ich nicht in Prag war, sind sie übersiedelt in eine andere Wohnung, in einem anderen Viertel und nahmen die Großeltern mit. Wir wohnten dann gemeinsam in der Wohnung. Und als ich kam, war alles sehr fremd. Ich kannte nicht das Viertel war sehr, sehr weit weg von dem vorigen. Und irgendwie war es mir fremd. Es war nicht so, wie als wäre ich zu Hause wieder. Es war ein neues Zuhause.
Und das war auch das Jahr, als ich nicht mehr zur Schule ging. Ich durfte nicht mehr in die Schule. Das fehlte mir. Und meine Tante und Onkel und mein Vater unterrichteten mich zu Hause für eine Zeit lang. Aber dann wurden die jüdischen Familien machten einen sogenannten Zirkel, einen Lernzirkel für Kinder, 4 oder 5 oder 6 Kinder zusammen mit einem Lehrer oder einer Lehrerin. Und das war geheim, das durften die Nazis nicht wissen. Und da war eine Prozedur, wie man zusammenkommt, ohne dass die Nachbarn es merken. Also einzeln ankommen und nur still auf den Stiegen, im Stiegenhaus. Und dasselbe beim Nachhausegehen. Und jedes Mal bei einem anderen von den Kindern. Nicht in dem einen Haus, sondern es wechselt. Und ich lernte ziemlich gut. Es ging gut. Es war sogar, würde ich sagen, ein individueller Unterricht. Wir hatten eine wunderbare Lehrerin, die hieß Frau Dr. Lichtig. Sie war eine Kinderärztin. Die durfte auch nicht mehr praktizieren. Also nahm sie Stellung an als Lehrerin. Haben deine Eltern mit dir darüber gesprochen, warum sich die Situation geändert hat? Du warst ja noch ziemlich jung. Man hat mich nicht eingeschlossen in die Diskussionen. Ich wurde nur als Kind. Ich war nicht ein Mitglied von Entscheidungen. Man entschied sich über meinen Kopf, hinter mir. Aber hattest du das Gefühl, dass sie sich Sorgen gemacht haben? Ja, bestimmt. Im Gegenteil. Ich war doch ein einzelnes Kind. Ich war verwöhnt und ich wurde sehr, sehr geschätzt und wirklich viel Attention hat man mir gegeben. Aufmerksamkeit, ja. Ja. Deine Großeltern sind dann nach Theresienstadt deportiert worden. Habt ihr da, erinnerst du das? Inzwischen passiert dann noch weiteres. Ja. Wir wurden wieder aus dieser Wohnung ausgewiesen, mussten sie wieder räumen und für eine deutsche Familie freimachen. Und dann durften wir uns nicht mehr in allen Vierteln in Prag unterbringen, sondern man musste in dem alten jüdischen Viertel Wohnung suchen. Und alle Wohnungen waren schon überfüllt. Man bekam dann nur noch ein Zimmer, nicht mehr eine Wohnung. Also wir wohnten alle drei in einem Zimmer und in dem zweiten Zimmer wohnte eine Familie mit Großmutter, ein Ehepaar mit Großmutter. Und da waren wir noch ziemlich glücklich, weil die meisten Wohnungen hatten mehr als 2 Zimmer und jede diese Wohnung hatte doch nur ein Badezimmer und eine Küche. Da müssten vier Zimmer, vier Familien mit einer Küche recht machen. Mhm. Also wir hatten nur das eine Ehepaar als Nachbarn. Aber auch von dieser Wohnung, da waren wir nicht mehr mit den Großeltern, die hatten auch ein anderes Zimmer gemietet. Die wurden deportiert im Juli 1942 vor uns. Das war schon die Zeit, wo wir viele, viele Sachen nicht mehr durften. Wir durften nicht mehr in keine Kultur, in kein Kino oder kein Konzert mehr gehen. Wir durften auf keine Schwimmschule gehen, auf keinen Spielplatz. Es gab nur einen Spielplatz für die jüdischen Kinder in Prag. Und die Großeltern waren auch wenig, es gab auch wenig Essen. Das Essen wurde zugeteilt. Wir bekamen Speise, wie hieß man das? Lebensmittelkarten. Solche Karten, ja, mit
so und so viel Eier pro Woche, so und so viel Butter und so weiter. Aber wir bekamen speziell weniger, viel weniger als die anderen Bewohner. Mhm. Juden durften zum Beispiel überhaupt keine Zigaretten kaufen. Und nur die Einkaufszeit wurde beschränkt für 2 Stunden am Tag, am Nachmittag. Und da war schon, die Läden waren schon leer. Da war schon fast kaum eine Ware mehr. Und die Großeltern wurden vor uns deportiert. Ich ging ihnen helfen zu packen und dann verschwanden sie. Hast du sie gefragt, wo sie hingehen? Na, wir wussten ja, wohin es geht. Das ging alles nach Theresienstadt. Aber wir wussten nicht, dass das Theresienstadt nur eine für eine Zeit sind, dass von dort weitere Transporte gehen. Das wussten wir nicht. Okay. Und du und deine Eltern sind dann wenig später auch nach Theresienstadt gekommen? Ja. Wir, zusammen mit meinen Eltern wurden wir einige Monate nachher, also im November 1942, wurden wir deportiert. Wir durften 50 Kilo mitnehmen, Kleidung und was wir brauchten, das mit dem Bettzeug zusammen. Das war ein Koffer und ein Rucksack per Person. Und da waren auch Sachen, die verboten waren, mitzunehmen. Was war zum Beispiel verboten? Ich weiß, ich kann mich nur erinnern, eine Taschenlampe durfte man nicht haben und verschiedenes anderes. Natürlich keine Zigaretten, die durften wir ja sowieso nicht kaufen. Vieles andere, aber ich kann mich nicht erinnern. Es war eine ganze Liste, was man nicht mitnehmen darf. Und als ihr angekommen wart in Theresienstadt, wie erinnerst du das, eure Ankunft dort? Der Eindruck war, als wäre die Stadt leer. Wir stiegen aus dem Zug in der letzten Haltestelle vor Theresienstadt. Da war noch ungefähr 4 Kilometer, mussten wir zu Fuß gehen in das Ghetto. Das ist eine Stadt, die mit Mauern umzäunt ist und mit Toren, die geschlossen werden, und dann kann niemand raus und niemand rein. Deswegen wurde das von den Deutschen gewählt als passend für das Ghetto. Als wir kamen, waren die vorigen Insassen, mussten sie zu Hause bleiben in den Häusern, durften sich nicht bewegen auf den Straßen. Also wir wanderten zu Fuß mit dem Gepäck und die Stadt sah leer aus. Aber in den Fenstern waren alle Leute, die schauten heraus, wer kommt, weil man erwartete Freunde und Verwandte und hoffte, sie wären nicht deportiert. Ich freute mich, meine Freundin wiederzusehen. Meine beste Freundin wurde schon viele Monate vor uns deportiert. Und ich wusste, dass ich sie treffen werde, also das freute mich. Wir kamen an und man fand keinen Platz für uns. Das Ghetto war schon überfüllt. Wir wurden in einer Kasematte untergebracht, in den Mauern. In den Mauern, die rund um die Stadt waren. Auf dem Fußboden, Ziegelfußboden, beschliefen wir einige Wochen. Und langsam erst wurden die Leute in andere Häuser oder in die Kasernen geschickt. Mein Vater war der Erste, der kam in eine Männerkaserne, die hieß Hannover-Kaserne. Und dort waren riesen Räume mit 3 Stücken Betten. Da waren ungefähr 80 oder 100 Menschen in einem Raum. Mutter und ich wurden in ein Privat, die
Privathäuser der tschechischen Bevölkerung wurden geräumt. Die Tschechen wurden verjagt aus den Häusern. Und in denen kam Mutter und ich in einem Raum mit älteren Frauen. Da waren noch keine Betten, da schlief mir auf dem Fußboden auch. Und ich wurde dann später, nach einigen Wochen, bekam ich ein Bett, einen Platz auf dem Stockbetten im Mädchenheim, da wo meine Freundin ist, in dem Zimmer, wo meine Freundin war. Diese Freundin ist auch noch am Leben, lebt hier in Prag und wir treffen einander noch immer. Das ist schön. Ja. Schön, ja. Meine älteste Freundin. Und im Kinderheim, im Mädchenheim, was habt ihr da gemacht? Musstet ihr? Wir mussten arbeiten, weil wir schon 14 Jahre alt waren. Jeder von 14 bis 60 musste arbeiten. Und die Jugend und die jungen, meistens zionistischen, jüngere Erwachsene, arbeiteten in Gärtnerei. Wir züchteten Gemüse für die SS. In den Gräben zwischen den Wänden, zwischen der Mauer und auch auf der Mauer oben. Die Mauer war einige Meter breit und oben war Erde, wo man auch Gemüse machen konnte. Und ich arbeitete, das war zu verdanken dem Fredi Hirsch. Fredi Hirsch war ein sehr beliebter Kinderturnlehrer und Athlet und ein Organisator und im Theseus in Prag auf dem jüdischen Spielplatz, wo wir noch Sport machen durften, ja. Das war auch seine Arbeit, das leitete er dort. Und in Theresienstadt leitete er die Jugendfürsorge und die Aktivitäten. Und ihm zu verdanken war auch, dass wir Kinder und Jugend in den Gärten arbeiteten, was vorteilhaft war, weil man auf frischer Luft arbeitete und hier und da mal was auch Schleusen kommt. Schleusen hieß stehlen. Ja. Und du hast vorhin gesagt, dass ihr, als ihr noch zu Hause in Prag gewohnt habt, zwar wusstet, dass es Theresienstadt gibt, aber nicht, dass es von dort Transporte weiter gibt. In Theresienstadt selber, als ihr da wart, muss es ja Transporte eigentlich gegeben haben von Menschen vor euch nach Auschwitz. Nicht nur. Als wir fragten nach vielen Leuten, da hörten wir, die sind schon weitergeschickt worden. Die sind nicht mehr in Theresienstadt. Und auch in dem Jahr oder in den 13 Monaten, in dem ich in Ghetto war, wurden einige Transporte geschickt. Freundinnen aus dem Zimmer. In dem Zimmer waren wir ungefähr 26 Mädchen. Und in jedem Transport verschwanden ein oder zwei für immer. Die verschwanden, die wurden nach Auschwitz und nach anderen Lagern geschickt. Und die sind alle umgekommen. Und ihr habt einfach nicht gewusst, wo sie genau hingehen. Nein, wir haben uns verabschiedet und beschlossen, wir treffen uns nach dem Krieg in Prag. Ja. Deine Eltern und du sind dann ja auch deportiert worden. Was wir noch vergessen haben zu erzählen, ist ja, dass deine Großmutter und ihr deine Großmutter im Lager in Theresienstadt getroffen habt. Dein Großvater aber schon nicht mehr am Leben war. Also deine Oma war noch da, dein Großvater starb eine Woche bevor wir kamen. Sie war noch in tiefer Trauer. Meine Großmutter war noch sehr erschüttert, was sie davon erzählte. Ich nahm es
nicht so tragisch. Ich hatte nicht mein Großvater war ein sehr, sehr berühmter Mann und hatte irgendwie nicht genug, er wusste nicht genug, wie man mit Kindern umgeht. Ich hatte immer das Gefühl, ich störe ihn. Also habe ich ihn nicht sehr, also nicht sehr, er war nicht ein naher Mensch für mich. Aber sehr geschätzt und sehr hochachtig, auch großen, wirklich sehr großen Respekt hatte ich vor ihm. Und deine Eltern? Und die Großmutter, meine Großmutter war eine unglaubliche Person. Ich wünschte, ich hätte so viel von ihrem Charakter geerbt, aber nicht. Sie war wie heißt das auf Deutsch, weiß ich nicht, unselfish. Nicht selbstsüchtig, nicht egoistisch. Sie hat für sich nichts gebraucht und nie wollte sie etwas. Immer nur für andere getan. Immer nur. Und immer hatte sie auch irgendetwas für uns zum Essen. Wir trafen uns dann in Theresienstadt fast jeden Tag bei ihr. Vater und Mutter, wir wohnten auch jeder woanders. Aber das Treffen war immer bei der Großmutter. Und immer hatte sie irgendetwas erspart von den kleinen Portionen, die wir bekamen. Für uns hatte sie immer irgendetwas auch. Und wir werden nachher noch ein bisschen von deiner Großmutter hören, wenn Bara noch ein bisschen von ihr lesen wird. Ihr musstet die Großmutter aber in Theresienstadt zurücklassen und seid du und deine Eltern seid nach Auschwitz deportiert worden im Dezember 1943. Ja. Und die Passage haben wir jetzt auch zum Lesen ausgesucht. Das heißt, du und ich können jetzt erstmal wieder einen Moment Pause machen und Bara wird daraus lesen. Okay. Wir kamen am 18. Dezember 1943 an die Reihe. Mutter, Vater und ich wurden mit Dutzenden Leuten in einen Viehwaggon geschoben. Es wurden immer mehr Leute hineingepfercht, bis kein Platz mehr war. Die Schiebetür wurde zugeschlagen. Der Waggon hatte keine Fenster, nur einen schmalen Schlitz unter dem Dach. Es gab keine Möglichkeit, sich zu setzen. Wir standen eng beieinander. Während der Fahrt stapelten sich unsere Gepäckstücke so übereinander, dass sich immer ein paar Leute auf den Boden setzen konnten. Für unsere Bedürfnisse gab es nur einen Eimer, den man in aller Öffentlichkeit benutzen musste. Er war bald voll, aber es gab keine Möglichkeit, ihn zu leeren. Der Gestank war unbeschreiblich und wir bekamen kaum Luft. Es herrschte Stille, die Menschen waren verstummt, traumatisiert vom Schrecken unserer Lage. Ich kann mich nicht erinnern, wie lange wir unterwegs waren. Vielleicht 2 Tage und eine Nacht oder 2 Nächte und einen Tag. Der Zug hielt oft stundenlang an. Wir setzten uns abwechselnd auf den Boden. Ein Mädchen saß auf dem gestapelten Gepäck. Von dort aus konnte sie durch den schmalen Spalt hinausschauen und die Namen der Haltestellen lesen, an denen wir vorbeikamen. Uns war schnell klar, dass wir auf dem Weg nach Polen waren. Mehr als 2500 Menschen waren in unserem Zug. Er erreichte sein Ziel mitten in der Nacht. Blendendes Licht. Männer in gestreiften Gefängnisuniformen rufen: "Raus, raus, schneller, schneller, lass die Koffer liegen." Sie schlagen uns mit kurzen Stöcken. Auf der Rampe stehen SS-Männer mit bellenden Wolfshunden. Rufe, Schreie, Chaos. Männer hier, Frauen hier. In 5er-Reihen antreten. Das Wort Auschwitz fällt. Hier waren wir also gelandet, im berüchtigten Konzentrationslager Auschwitz.
Unsere Habseligkeiten blieben in den Waggons zurück, zusammen mit den Toten, die die Fahrt nicht überlebt hatten. Betäubt, desorientiert und von den Scheinwerfern geblendet, marschierten wir entlang der Zäune auf eine der Baracken zu. Dort kauerten wir auf dem nackten Boden und versuchten trotz der Kälte etwas zu schlafen. Die Männer waren anderswohin gebracht worden. Hier waren nur Frauen und Kinder. Am nächsten Morgen mussten wir in einer anderen Baracke uns ausziehen und kalt duschen. SS-Männer standen dabei, die uns angafften, kicherten, mit den Fingern auf uns zeigten und gehässige Bemerkungen machten. Keine Kleidung, keine Handtücher. In der Eiseskälte liefen wir ganz nass zu einer weiteren Baracke. Aus irgendeinem wundersamen Grund trug ich noch immer meine Skistiefel. Weibliche Häftlinge schleuderten uns von einem großen Haufen lumpige Kleidungsstücke zu. Eine andere Häftlingsfrau warf uns Schuhe zu, in verschiedenen Formen und Größen. Wir versuchten, Kleider und Schuhe untereinander zu tauschen, zu große gegen zu kleine. Danach standen wir stundenlang in einer Schlange, um eine Nummer auf dem Unterarm tätowiert zu bekommen. Meine fing mit einer 7 an. Dann war keine Tinte mehr in der Spritze. Die Ziffer 3 war kaum sichtbar. Mit frischer Tinte wurden die weiteren Ziffern gestochen. 7, 3, 3, 0, 5. Dann kam Mutter an die Reihe. Hoffnungslosigkeit überwältigt uns. An diesem Punkt beschließen Mutter und ich zu sterben. Wir sind vollkommen verzweifelt. Es gibt keinen Funken Hoffnung mehr und wir wollen nicht mehr leben. Die letzten 72 Stunden haben uns gebrochen. Die einzige Erlösung scheint der Tod. Aber wir müssen weiterleben. Später begann man uns in einen weiter entfernten Bereich des Lagers zu befördern. Auf der Ladefläche eines Pritschenwagens standen die Frauen dicht gedrängt. Die letzte, die auf den Wagen geschoben wurde, war eine große, weißhaarige alte Frau in einem schwarzen Umhang. Mutter und ich mussten mit den verbliebenen Frauen auf den nächsten LKW warten. Der Pritschenwagen fuhr mit einem Ruck an. Die Klappe war offen und die alte Frau verlor das Gleichgewicht und stürzte vom Lastwagen. Beim Fallen wellte sich ihr weißes Haar wie ein Heiligenschein um den Kopf. Sie schien nicht zu fallen, sondern zu schweben. Ihr langer schwarzer Umhang öffnete sich wie ein Segel und sank langsam über ihrem Körper zu Boden. Sie blieb ausgestreckt auf der gefrorenen Erde liegen. Niemand kam. War sie tot oder konnte man ihr noch helfen? Der Pritschenwagen war losgefahren und wir wagten nicht, uns zu bewegen, wegen der Kapos mit ihren Schlagstöcken. Immerhin waren ihr so vielleicht großes Leid und ein weitaus schrecklicherer Tod erspart geblieben. Aber für mich, die ich damals 14 war, ist die Erinnerung an die alte, namenlose Frau zur Quintessenz der Shoah geworden, zur Katastrophe, die Auschwitz hieß. Im Lager trafen wir Freunde, Verwandte, frühere Nachbarn aus Theresienstadt, die mit dem letzten Transport im September hergekommen waren. Sie sahen seltsam aus. Sie sagten seltsame Dinge über Gaskammern und dass wir alle durch den Schornstein gehen würden. Ihre Augen sahen aus, als hätte man das Licht dahinter ausgeknipst. Ich nahm an, sie wären verrückt geworden, hätten den Verstand verloren. Aber dann wiesen sie auf die hohen Schornsteine hinter dem Zaun, aus denen dunkler Rauch kam. Die Luft roch nach verbranntem Fleisch. Eine dünne, graue Asche hing in der Luft. Schließlich musste ich einsehen, dass sie die Wahrheit sagten. Aber trotzdem hörte ich eine innere Stimme, die immer wieder sagte: Ich werde nicht sterben. Ich werde nicht sterben. Eine dünne Decke und eine Matratze aus Stroh, die Kleidung an unseren Körpern, ein Löffel und ein Blechnapf. Das war alles, was wir besaßen. Von nun an lebten wir, ohne die Kleider zu wechseln, ohne Kamm, Zahnbürste, Handtuch, Nadel und Faden oder Schere, Messer, Bleistift, ganz zu schweigen von Toilettenpapier oder Monatsbinden. Wir hatten unsere Löffel an die Schnur gebunden, die uns als Gürtel diente,
aus Angst, er könne gestohlen werden oder verloren gehen. Im Juni, 6 Monate nach unserer Ankunft in Auschwitz, warteten wir darauf, in die Gaskammern geschickt zu werden. Auch hinter unseren Namen stand 6SB, Sonderbehandlung. Aber im Mai änderten die Deutschen ihre Pläne. Sie beschlossen, es sei billiger und rentabler, die Häftlinge zur Arbeit nach Deutschland zu schicken, wo sie letztendlich an Hunger und Erschöpfung sterben würden. Dr. Mengele hatte die Aufgabe zu entscheiden, welche Häftlinge noch in der Lage waren, körperlich zu arbeiten. Die Selektion fand im Kinderblock statt, der zu diesem Zweck geräumt wurde. Nur Personen zwischen 16 und 40 Jahren kamen in Frage. Aber da niemand über Ausweispapiere verfügte, gelang es einigen, ihr wahres Alter zu verbergen. Mit nacktem Oberkörper mussten wir uns entlang des langen Kamins in einer Reihe aufstellen und dann jeweils einen Schritt vortreten und 3 Worte sagen. Häftlingsnummer, Alter und Beruf. Anschließend zeigte Dr. Mengele mit dem Finger nach links oder nach rechts. Die meisten Frauen nannten Berufe, von denen sie glaubten, sie würden im Deutschen Reich benötigt, wie Gärtnerin, Köchin oder Krankenschwester. Als ich an der Reihe war, sagte ich 73305 16 Malerin. In Wirklichkeit war ich noch nicht einmal 15. Statt mit dem Finger zu zeigen, hielt Mengele inne und fragte, Porträtmalerin oder Zimmermalerin? Porträtmalerin. Mengele, kannst du mein Porträt malen? Mein Herz blieb beinahe stehen, aber es gelang mir zu antworten, jawohl. Er zog einen Mundwinkel nach oben und wies auf die Gruppe mit den jüngeren und robuster wirkenden Frauen. Kurz darauf kam Mutter an die Reihe. Sie wurde der anderen Gruppe zugeteilt. Sie konnte es nicht ertragen, von mir getrennt zu sein. Auch wenn uns nicht so recht klar war, welche Gruppe die bessere Überlebenschancen hatte. Ohne dass es jemand merkte, schlich sie sich zu denen, die noch in Reihe und Glied waren, zurück und stellte sich zwischen 2 magere alte Frauen. Mengele merkte nichts. Er sah sich ja nicht die Gesichter an. Diesmal teilte er sie meiner Gruppe zu. Danke dir. Dieter, ich würde noch einmal gerne zurück zum Thema Auschwitz gehen, weil es da 2 Dinge gibt, die ich glaube für dich sehr, sehr einschneidend waren. Und das eine war der Tod deines Vaters. Magst du darüber erzählen? Mein Vater, als wir ankamen, hat er schon viel Kilos abgenommen im Ghetto. Er war ganz, ganz mager. Und konnte auch nicht arbeiten. Die Männer mussten Steine tragen. Das hätte sollen werden eine die Lagerstraße zu pflastern. Aber das ging sowieso nicht, weil im Winter es war alles gefroren. Und so mussten die Männer einfach die Steine tragen von einem Ende zu einem anderen Ende. Von einem Steinhaufen zu einem anderen. Das war die Arbeit. Mein Vater konnte das kaum machen. Und ich sah ihn jeden Tag, Mutter und ich tragen einander auf der Lagerstraße nach der Arbeit jeden Tag. Ich kam von dem Kinderblock und die Mutter von ihrem Block und mein Vater von dem Männerblock. Und wir trafen einander auf der Lagerstraße. Und auch sah ich ihn jeden Tag beim Zählappell, unsere Baracke war schief gegenüber von den Männern, wo mein Vater war. Eines Tages sah ich ihn nicht unter den Männern beim Zählappell. Über Zählappell standen wir 2-mal täglich
und manchmal dauert das sehr lange. Und er war nicht da und ich ging nach dem Zählappell, wenn es dunkel wurde, schlich ich mich in den Männer, in die Männerbaracke, das war verboten. Aber das Licht war so schwach, dass man kaum sah, wer dort reingeht. Und ich sah meinen Vater liegen auf der Pritsche mit geschlossenen Augen. Und neben ihm stand sein Brechnapf mit der Suppe vom Mittagessen. Die war ganz grau und ganz dick geworden. Und das war ein schlimmes Zeichen, weil wenn jemand seine Suppe nicht aß, das war unmöglich. Der Hunger war derartig, dass wir bis zum letzten Tropfen noch alles aßen, was man bekam. Und ich ging wieder weg, er reagierte nicht. Und in der Nacht wachte ich auf plötzlich und hatte das Gefühl, irgendwie, mein Vater ist gestorben. Das hat mich irgendwie geweckt, als hätte er mir noch den Gruß gegeben. Und in der Früh, als ich dort, also nach dem Zählappell, ging ich zu den Männern und fragte, ja, dein Vater ist in der Nacht gestorben. Und den Körper hatte man immer, die Toten wurden ja jeden Morgen von den Pritschen hinter die Baracke gelegt und von dort wurden sie abgeholt mit dem Rollwagen zum Krematorium. Also ich sah ihn nicht mehr. Inzwischen war meine Mutter erkrankt an Diphtherie und lag schon tagelang in Isolation in der Baracke, wo die ansteckende Krankheit war. Ich durfte nicht herein und musste es ihr irgendwie berichten. Also ging ich entlang der Baracke und klopfte auf die Holzwand und rief Mama. Und dann fand ich sie, sie antwortete mir durch die Wand. Und ich sagte ihr durch die Wand, Mama, der Vater ist gestorben. Wie sie reagierte, weiß ich nicht. Ich durfte nicht herein. Konntest du in der Situation trauern um deinen Vater? In Auschwitz? Ja, natürlich. Es war ein großer Schlag für mich. Ich war sehr, mehr als traurig, ich war erschüttert. Es gab dort im Kinderblock, wo ich arbeitete, eine der Betreuerinnen, eine gewisse Hanka Fischl, die hat mich irgendwie, die nahm sie, bemutterte mich irgendwie, weil die Mama war ja im Krankenhaus. Und die war so nett, die sprach mit mir und nahm mich um die Arme, um die Schultern und so versuchte mich zu trösten. In dem Kinderblock, von dem du sprichst, hast du auch Otto das erste Mal gesehen, richtig? Otto hat auch im Kinderblock gearbeitet. Mhm. Da sah ich ihn jeden Tag. Die ganzen Monate, als ich dort im Kinderblock arbeitete, sah ich ihn jeden Tag, weil er hatte eine Gruppe von 12-jährigen Buben. Die er mit Annette sich beschäftigte, unterrichtete ein wenig, heimlich wieder, das durfte man nicht, spielte mit ihnen, erzählte ihnen. Und ich war in der Nähe, ich konnte das zuhören jeden Tag. Und meine Arbeit war, die Bücher zu hüten, die wenigen, die da waren. Also es war keine richtige Arbeit. Ich saß da mit den wenigen Büchern nur. Und daher kannte ich ihn gut vom Sehen. Aber wir sprachen miteinander nicht. Er war viel älter, 8 Jahre älter als ich. Das hat sich dann ja später geändert. Da habt ihr dann ja miteinander. Der
Und das Unterschied hat sich nicht geändert. Nee, der hat sich nicht geändert. Das stimmt. Ich habe gerade noch mal darüber nachgedacht, Dieter, als du auch erzählt hast, dass deine Mutter krank war. Die Mama dabei zu haben, bei dir zu haben im Lager, war das gut oder war das nicht so gut? Also war das entlastend oder hat es dich auch belastet, weil du dir Sorgen um sie gemacht hast? Sie war einfach da, nein, ich da. Das war der natürliche Zustand war, dass die Mama da ist. Ja. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie nicht da ist. Ja. Und das passierte dann auch. Ja. Dazu kommen wir auch gleich noch. Ihr seid dann, das hat Bara ja gelesen, ihr seid selektiert worden zur Arbeit in Hamburg, in Außenlagern von Neuengamme. Und deine Mutter hat ja durch einen Trick geschafft, mit dabei zu sein und mitzukommen, indem sie sich nochmal hinten angestellt hat. Ihr seid angekommen am Dessauer Ufer und diese Erzählung von dir liebe ich so, weil du von den italienischen Zwangsarbeitern erzählst und was sie... Kriegsgefangene. Kriegsgefangene, genau. Magst du das für unsere Zuhörer erzählen, eure Ankunft in Hamburg? Ja. Wir fuhren aus Auschwitz mit dem Gefühl, so schlimm wie in Auschwitz kann es nirgends sein. Dass man Leute in Gaskammern schickt, das kann nicht noch einmal irgendwo sein. Also die Hoffnung war, jetzt können wir überleben, wenn der Krieg zu Ende ist. Also schon ein Optimismus war schon unterwegs, als wir im Zug waren. Auch war das nicht so schlimm wie von Theresienstadt nach Auschwitz. Wir waren in dem Zug. Der Fußboden war mit Heu bedeckt und wir konnten sitzen. Wir waren nicht so viele Menschen, dass wir nicht sitzen konnten. Man saß mit gespreizten Beinen immer und die nächste saß dazwischen und so weiter. Ja. Und wir hatten auch Brot bekommen für den Weg. Wir hatten Brot. Ich erinnere mich, wir hatten einen ganzen Laib, aber die Leute, denen ich das sage, die da auch mitmachen, die sagen, das ist ein Irrtum. Das war kein ganzes. Aber so ein großes Stück Brot. Und wir kamen an und die Türen wurden geöffnet. Auch unterwegs wurden einige Male die Eimer geleert. Aber wir kamen an und sahen eine Reihe von zweistöckigen Ziegelgebäuden mit Toren und Fenstern. Und in den Fenstern waren massenhaft Köpfe von jungen, meistens schwarzhaarigen und sonnengebrannten Gesichtern mit weißen Zähnen, die lachten und winkten. Und riefen Bella Signorina und alles Mögliche in Italienisch. Und das war so lustig und so, das hat uns so Freude gemacht. Mich hat das wirklich ganz, ganz freundlich beeindruckt. Es war dann nicht so gut in Hamburg, aber dieser Empfang war schön. Das war ein netter Moment. Du warst ja ein junges Mädchen mitten in der Pubertät, warst 15. Hast du dich im Lager überhaupt jemals als Frau gefühlt bis dahin? Ja. Wir hatten doch alle die Menstruation verloren. Also auch dieser Frauen. Zeichen war nicht da. Und als wir mager wurden, dann hat man auch der Körper sah auch nicht weiblich aus. Und dann diese Ankunft in Hamburg und dieses Bella Signorina.
Seid ihr als Frauen wahrgenommen worden? Nein, das habe ich nicht persönlich. Ich meine, das haben wir als Gruppe erlebt. Aber, weil du gerade sagst, du hast das nicht auf dich bezogen, aber es gab zwei junge Männer, die dich sehr wohl gesehen haben. Nämlich einmal der junge Mann, der dir den Ring gegeben hat, und einmal Franco. Der Italiener. Ich habe nicht gehört. Einmal was? Franco, der Italiener. Ja. Franco, wir fuhren zur Arbeit jeden Morgen mit dem Schiff. Das Schiff auf der Elbe nahm uns auf die Arbeitsstellen. Und wir standen da immer im Schlange. Wir wurden immer auf das Boot als Erste hereingelassen, weil wir auf den Oberdeck mussten und dann die Tür hinter uns zugemacht. Und erst dann stiegen die Italiener ein und die wurden auf dem Unterdeck auch hinter geschlossenen Türen. Und erst dann kam die Zivilbevölkerung an die Reihe auf dem Boot. Meistens Frauen, es waren keine Männer dabei. Auf der Reise zur Arbeit standen wir auf dem offenen Deck oben und sahen die Männer unten, die Italiener. Und man winkte sich zu und lächelte zu und so weiter. Und jeder von ihnen suchte sich eine aus, mit der er direkt Komplimente und so. Und dieser eine, der Franco, der hat sich mich ausgesucht und hat mir einen Apfel hinzugeworfen, von unten herauf. Das ging nicht so schnell, das ein oder zweimal ist das nicht gelungen und das dritte Mal hat es ein anderes Mädchen gefangen, den Apfel, und hat gleich drei hereingebissen. Und die unteren, alle die Burschen dort, winkten und schrien, nein, 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 das ist nicht für dich, das ist für die Täter. Und dann hat sie mir das den Apfel gegeben, den Rest vom Apfel. Und ich schrieb dem, als Dank machte ich ein kleines Geschenk für den Franco. Aus einem kleinen Stückchen Stoff machte ich zwei Herzchen und stickte ein, borgte mir eine Nadel aus und fand irgendwo einen Zwirn und stickte seine und meine Initialen und band das zusammen auch, damit solche zwei auf einem Stückchen haben. Und das werfte ich ihm zu bei der nächsten Reise zur Arbeit. Ja, und das war für ihn ein Talisman, das wurde für ihn ein Talisman, der hat mir nach dem Krieg geschrieben, dass diese Herzchen haben ihm geholfen, den Krieg, die schlechte Zeit zu überleben, weil er immer dann mit den Herzchen an mich dachte. Und er schrieb mir auch, er wollte mich heiraten. Ja. Er war aus Milano und hat mir geschrieben, ich soll nach Milano kommen, er will mich heiraten. Aber ihr seid noch in Kontakt gewesen nach dem Krieg. Ihr habt zwar nicht geheiratet, aber ihr hattet Kontakt. Nein, ich habe mir ein oder zweimal mit ihm Brief gewechselt und dann ist das zu Ende. Ja, ja. Ich bekomme gerade Meldungen im Chat. Da sind einige Fragen. Zu diesen Fragen werden wir später kommen. Die werden wir später einbauen. Jetzt werden wir erstmal sozusagen mit dem Interview weitermachen. Aber ich habe die Fragen registriert. Die stelle ich dir nachher. Du warst am Dessauer Ufer, das hast du erzählt, von da nach Neugraben, von da nach Tiefstack, also drei Hamburger Frauenaußenlager des KZ Neuengamme. Und ihr seid dann von dort nach Bergen-Belsen gebracht worden. Ich will gar nicht unbedingt, dass du das erzählst, Dieter. Ich weiß, dass dir das wahnsinnig schwer fällt. Aber
Was mich beeindruckt hat, ist, dass du geschrieben hast in deinem Buch, dass du dich dieser Erinnerung stellen wolltest, obwohl du eigentlich immer versucht hast, dich so ein bisschen drumherum zu drücken, weil das so schlimm war. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass du es im Buch aufgeschrieben hast, hast du dich der Erinnerung daran gestellt. Und deshalb will ich gar nicht, dass du das unbedingt nochmal... Aber jedes Mal, das ist mir schwer, jedes Mal darüber. Das will ich nicht viel in Details gehen. Ja, ja. Ihr seid befreit worden am 15. April 1945 von den Engländern. Du hast Typhus bekommen und deine Mutter hat dich gepflegt. Ja. Und sie ist dann krank geworden. Und sie ist ganz kurz krank geworden, bevor sie starb. Ja. Wir hatten uns schon sehr erholt. Den Typhus hatte ich gleich nach der Befreiung, kurz nach der Befreiung. Einige Tage war ich sogar angestellt bei den als Übersetzerin bei den Engländern. Und dann wurden wir aus dem verseuchten Lager übersiedelt in einen anderen Ort, wo es normale Häuser gab mit Räumen, mit Betten. Und dort wurde ich krank erst. Das war schon einige Tage nachher. Meine Mutter wurde krank. Das war noch April oder Ende April, sowas. Aber wir blieben sowieso noch dort, weil wir alle in Quarantäne waren. Niemand durfte heraus aus dem Lager noch. Nur solche, die schon nach der Krankheit waren, erklärt waren als nicht ansteckend, die durften dann schon also evakuiert werden in die anderen Länder nach Hause. Aber das war schon Juni. Das war schon mehr als 2 Monate nach der Befreiung. Und meine Mutter wurde erst im Juni krank, Ende Juni, und starb am 29. Juni. Sie war nur zwei Tage krank und nicht mit Typhus. Ja. Und du hast dann, ein britischer Soldat hat dir versprochen, dass sie ein Einzelgrab bekommt. Das wolltest du gerne. Aber als du 1999 wieder in Hamburg warst und auch Bergen-Belsen besucht hast, hast du gesehen, dass sie kein Einzelgrab bekommen hat. Nein, das ist nicht so genau, weil es gab dort auf diesem Friedhof keine Einzelgräber, sondern das ist so eine Mobile, so eine Reihe von, ja. Man weiß nicht, wo eins endet und wo ein zweites beginnt. Mhm. Das kann man nicht wissen. Also sie ist vielleicht selbst alleine begraben worden, aber es ist kein Stein da und kein Name. Ja, was sie aber bekommen hat in Erinnerung an deine Mutter, ist ein Stolperstein, der am Falkenbergsweg liegt. Und wie wir gerade jetzt vor ein paar Wochen ja erfahren haben von Heiner Schulz, wird eine Straße nach ihr benannt. Nach meiner Mutter, und das hat mich riesig gefreut. Weil das ist etwas, den Stolperstein sehen nur die Leute im Vorbeigehen oder kaum. Ja? Die meisten fahren ja vorbei. Aber eine Straße mit meinem Namen meiner Mutter, das ist was anderes. Das ist wirklich eine Erinnerung. Das ist wie ein Grabstein für sie. Ja, ja, ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, als ich das gelesen habe. Dass Klaus Möller das gelungen ist. Das ist wirklich toll. Das hat mich riesig gefreut. Und das werden doch andere Frauen auch, die Namen der anderen Frauen auch, werden noch Straßen benannt. Genau, genau. Ja. Und hoffentlich kannst du dann nach Hamburg kommen, um dabei zu sein. Das wird selbst sehen, ja. Ich war ja bei dem Stolperstein, war ich vor einiger Zeit und habe ihn auch geputzt. Ja. Jetzt machen du und ich erstmal wieder Pause, weil jetzt Bara nochmal dran ist mit der Lesung. Ja?
Am Tag nach dem Tod meiner Mutter, dem 30. Juni 1945, saß ich in einem Bus. Mit mir an Bord waren ungefähr 40 Leute. Ich kannte keinen der Passagiere. Die meisten waren ehemalige KZ-Insassen aus verschiedenen Ländern, für die die Tschechoslowakei nur eine Zwischenstation war. Neben mir saß Marta, eine junge Slowakin. Ich fühlte mich ganz einsam. Keiner der Mitreisenden wusste, dass ich am Vortag meine Mutter verloren hatte. Aber selbst wenn sie es gewusst hätten, hätte es niemanden gekümmert. Alle waren in ihren eigenen Sorgen und Zukunftsängsten gefangen. Wir fuhren einen ganzen Tag lang durch Deutschland. Die Städte waren zerbombt, aber die Dörfer waren unversehrt. Dort war alles friedlich und grün. Unser tschechischer Fahrer fuhr, bis es dunkel wurde, weil er die Nacht nicht auf deutschem Gebiet verbringen wollte. Später am Abend überquerten wir die Grenze zur Tschechoslowakei. Gleich im nächsten Städtchen, Františkov Vilázně, hielt der Bus an. Nach mehreren Versuchen fand unser Fahrer endlich ein Hotel, dessen Hausmeister bereit war, uns übernachten zu lassen, nachdem er erfahren hatte, um wen es sich bei uns handelte. Ein solcher Luxus. Ich kam aus dem Staunen nicht heraus. Ich hatte ganz vergessen, dass solcher Komfort überhaupt existierte. Ich ging durch die mit Teppichboden ausgelegten Korridore, durch Säle mit Spiegeln, polierten Möbeln und schweren Samtvorhängen. Wir hatten ein luxuriöses Zimmer mit einem funkelnden Badezimmer und einem riesigen Doppelbett. Zwei Personen teilten sich ein Zimmer. Meine Zimmergenossin war Marta. Wir wirkten in dieser Umgebung komplett fehl am Platz. Am seltsamsten aber fand ich die Augen, die mich im Spiegel anstarrten. Waren das wirklich meine Augen? Und war das wirklich ich? Dieses hochgewachsene Mädchen? Seit 3 Jahren hatte ich mich nicht mehr komplett im Spiegel gesehen. Ich legte mich auf das weiche, federnde Bett mit den gestärkten weißen Laken und der flauschigen, leichten Daunendecke und konnte nicht einschlafen. Ich drehte mich hin und her und das Bett federte nach. Meiner Zimmergenossin ging es genauso. Wir konnten beide nicht schlafen, weil das Bett einfach zu weich war. Jahrelang hatten wir auf harten Etagenbetten geschlafen. Am Ende nahmen wir uns die Daunendecken und verbrachten die Nacht auf dem Teppich. Am nächsten Morgen fuhr unser Fahrer mit uns nach Pilsen, seiner Heimatstadt. Er brachte uns zum Bahnhof, besorgte uns Bahnfahrkarten und wünschte uns eine gute Reise. Das letzte Stück bis nach Prag fuhr ich mit dem Zug. Der Zug erreichte Prag am 1. Juli 1945, um die Mittagszeit. Da stand ich nun, in meiner Heimatstadt, ohne Vater und Mutter. 2 Wochen vor meinem 16. Geburtstag. Ich machte mich auf den Weg zu Tante Manja. Ich wusste noch, welche Straßenbahn zum Stadtteil Podolí führte, aber ich hatte kein Geld für den Fahrschein. Ich zeigte dem Schaffner meinen rosa Ausweis und er sagte, ich müsse nicht bezahlen. Die Leute sahen mich ganz merkwürdig an. Ich musste wohl irgendwie seltsam aussehen, aber ich wusste nicht, warum. Erst viel später hörte ich von anderen Leuten, dass da etwas in meinem Blick war, an dem man ablesen konnte, wie viel Schlimmes ich in den Jahren in Theresienstadt, Auschwitz und Bergen-Belsen erlebt hatte. Ich stieg die Treppe zu Manjas kleiner Wohnung hoch und klingelte. Die Tür ging auf und vor mir stand Tante Manja. Sie erkannte mich nicht. Als sie mich das letzte Mal gesehen hatte, war ich ein 13-jähriges Kind gewesen. Jetzt war ich eine junge Frau von 16 Jahren. Ja, sagte sie. Ich brachte kein Wort heraus. Dita? Fragte sie vorsichtig. Ich nickte. Sie schaute hinter mir die Treppe hinunter. Wo ist denn deine Mutter? Mutter ist vorgestern gestorben. Aber das kann doch nicht sein,
Sie hat mir einen Brief geschrieben. Sie hat geschrieben, dass ihr beide überlebt habt und dass ihr bald heimkommt. Und dann zog sie mich in die Wohnung, umarmte mich und wir weinten zusammen. Plötzlich hielt sie inne und sagte, du bist nicht allein, deine Großmutter lebt. Ich konnte es nicht fassen, Großmutter lebte. 3 Tage später besuchten wir sie endlich. Sie saß im Wohnzimmer, die Hände im Schoß gefaltet. Ihr graues Haar war im Nacken mit Haarnadeln zusammengesteckt. Ihre großen, braunen, ein wenig hervorstechenden Augen waren voll Trauer. Ich erzählte ihr, wie Vater gestorben war, wie Mutter und ich in Auschwitz und Hamburg und schließlich in Bergen-Belsen hatten leiden müssen. Sie wollte alles wissen. Sie weinte nicht. Sie hielt nur meine Hand und streichelte meinen Kopf. Und ich fühlte ihre große, wärmende Liebe. Ihr Schmerz war enorm und unaussprechlich, aber ich war starr. Ich sprach darüber, wie die Leute gestorben und ins Gas gegangen waren. Ich wusste, dass ich hätte weinen und um die Toten trauern müssen. Und ich tat mein Bestes, Trauer zu empfinden, aber ich konnte keine Gefühle aktivieren. Eine Eisschicht hatte sich um mein Herz gelegt. Es war nicht leicht, sich wieder an das normale Leben zu gewöhnen. Ich hatte keine Pläne und ich machte mir auch keine Gedanken darüber, was ich nun mit mir anfangen sollte. Ich besaß nichts, verdiente kein Geld. Bis jetzt hatte ich noch nie selbst Entscheidungen treffen müssen. Vor der Deportation war ich noch ein Kind gewesen und meine Eltern hatten sich um alles gekümmert. In den Lagern hatten die Deutschen über unser Leben bestimmt und wir hatten ihren Befehlen gehorcht. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, auf einmal selbst die Verantwortung für mein Leben übernehmen zu müssen. In Manjas winziger Wohnung war ich ein Gast und ließ es mir gut gehen. Ich aß den ganzen Tag. Aber ich hatte trotzdem immer Hunger, so viel ich auch aß. Das Hungergefühl hielt nach dem Krieg noch viele Jahre an. Dieser Hunger saß nicht in meinem Bauch, sondern in meinem Kopf. Er trieb mich dazu, alles zu essen, was ich im Haus nur finden konnte. Satt wurde ich trotzdem nicht. Danke. War. Dieter, du hast in Prag Ota wieder getroffen, also Otto wieder getroffen, genannt Ota, deinen zukünftigen Mann. Und du hast im Buch etwas geschrieben, was mich hat verstehen lassen, warum ihr so schnell zusammengefunden habt. Ich kann nicht so schön lesen wie Bara, aber ich möchte das ganz kurz zitieren. Du hast geschrieben, ich staunte, wie gut Otto beschrieb, was ich selbst fühlte. Die Abwesenheit von Emotionen, von innerer Wärme, die Eisschicht um das Herz. Dass er in der Lage war, in Worte zu fassen, was ich fühlte, aber selbst nicht auszudrücken vermochte, fand ich beeindruckend und unheimlich anziehend. Das heißt, Dieter, hast du von Anfang an mit Otto über eure Zeit in den Konzentrationslagern gesprochen? War das ein Thema für euch? Ununterbrochen. Die ersten Jahre haben wir ununterbrochen einander erzählt, was er erlebt hat und was ich erlebt habe. Ich weiß ganz genau alle seine Erlebnisse und er wusste ganz über meine. Das war gleich von Anfang an. Das hat mir auch scheinbar geholfen irgendwie, weil ich musste nicht viel erklären. Er wusste, was Auschwitz ist. Ich musste nichts erklären. Ich konnte mir auch gar nicht vorstellen, dass ich jemanden heiraten würde, der nicht von diesen Dingen weiß. Ja. Und Otto wollte eigentlich schon, bevor er deportiert worden ist, aber auch hinterher hat er ja darüber nachgedacht, nach Israel auszuwandern oder vorher halt Palästina auszuwandern. Das habt ihr dann gemacht. Also ihr habt geheiratet, du warst gerade 18.
Ihr habt Peter bekommen, euren ersten Sohn, und ihr seid dann 2 Jahre später nach Israel ausgewandert gemeinsam. Bara wird gleich noch über Israel lesen, aber eine Frage habe ich dazu an dich, nämlich ob das, was ihr euch vorgestellt habt, warum ihr ausgewandert seid, ob das tatsächlich so gekommen ist. Also hat Israel gehalten, was es versprochen hat? Die Antwort wird sehr kurz sein. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt über Palästina, damals als Otto Zionist war, bevor dem Krieg. Er wusste viel, er hat Informationen gesucht und er war in der zionistischen Bewegung. Die haben sich vorbereitet für sogenannte Aliyah, für eine Auswanderung nach Israel, nach Palästina. Ich hatte keine Ahnung. Bei uns zu Hause wird noch nie über Palästina gesprochen, außer dass man dem Onkel, der in Palästina lebte, Briefe geschrieben hat. Und erkundigt haben sich die Eltern damals, ob wir nicht auch auswandern könnten. Und bevor sie beschlossen haben, war es schon zu spät. Sonst wusste ich keine Ahnung gehabt. Ich wusste nicht einmal genau, wo Israel liegt. Ich hatte keine Ahnung, wie es aussieht, wie das Klima ist. So. Okay. Also von meiner Seite konnte ich nichts erwarten, habe ich nichts erwartet, weil ich nicht wusste. Mhm. Dann hören wir jetzt mal, was Bara uns vorliest, wie es denn war in Israel für euch. Als das Schiff Haifa erreichte, konnten wir von Bord aus zusehen, wie die aufgehende Morgensonne die wunderschöne Stadt am Hang des Karmelgebirges in goldenes Licht tauchte. Der Anblick war atemberaubend. Wir waren tatsächlich im gelobten Land. An Land gelangten wir dann aber erst am späten Nachmittag. Als nächstes wurden wir per Lastwagen in die Zeltstadt Schar Aliyah am Fuße des Karmelgebirges gefahren. Es war der 16. Mai, der Geburtstag meines Großvaters. Was hätte er, der leidenschaftliche Sozialdemokrat, wohl davon gehalten, dass seine Enkelin von nun an im zionistischen Judenstaat lebte? Neben hunderten Zelten gab es im Lager ein paar Holzhütten. Eine Küche, ein Büro, eine provisorische Klinik, ein paar wenige Toiletten und einen Waschraum. Außerdem stand im Freien ein langer Trog mit Wasserhähnen, aber das Wasser war lauwarm. Die Anlage war von einem Drahtzaun umgeben. Niemand durfte sie verlassen. 3-mal am Tag wurden kostenlose Mahlzeiten verteilt. Die meisten Zutaten waren uns fremd. Wir bekamen Pita-Brot und Trina, Oliven und etwas namens Chalwa, das ein bisschen nach Karamell schmeckte und von dem wir vermuteten, dass es aus kristallisiertem Honig bestand. Die erste Nacht war extrem warm. Es herrschte der Chamsin, die israelische Version des Scirocco. Mitten in der Nacht wehte ein plötzlicher Windstoß. Mitten in der Nacht wehte ein plötzlicher Windstoß, ein Teil vom Zeltdach wehte davon und es begann hineinzuregnen. Wir schoben unsere Betten so weit wie möglich vom Loch weg, aber schlafen konnte trotzdem niemand. Einige Wochen später erfuhr Otto von einem besseren Lager in der Nähe von Natanja. Am nächsten Morgen bestiegen wir mit dem kleinen Peter, unserem Gepäck und einigen anderen neuen Olim einen Pritschenwagen und fuhren nach Pardessia. Pardessia ähnelte dem Lager, das wir gerade verlassen hatten. Auch hier gab es einen Zaun und einen Trog mit Wasserhähnen. Praktische Ratschläge bekamen wir von unseren Freunden Eva und Pavel Lukesch. Sie wohnten in einem Dorf in der Nähe von Netanja, wo sie Verwandte hatten. Otto erfuhr, dass Pavel in der Landwirtschaft arbeitete und dass es auch für ihn dort Arbeit gäbe. Also kaufte er sich die übliche große Hacke mit dem kurzen Griff, die sogenannte Turia, und wurde Landarbeiter wie Pavel.
Jeden Morgen standen sie mit ein paar anderen Männern in der Nähe des Dorfsilos und warteten auf die Bauern, die einen Tagelöhner brauchten. Die Arbeit bestand hauptsächlich darin, rund um die Bäume in den Pardessin, den Zitrusplantagen, den Boden aufzuhacken, sogenannte Teller um die Bäume herum. Die Besitzer der Plantagen waren von Haus aus gar keine Bauern. Sie kamen aus Deutschland oder der Tschechoslowakei und waren früher Kaufleute, Rechtsanwälte oder Industrielle gewesen. Sie waren gerade noch rechtzeitig vor dem Krieg emigriert und hatten viel Geld für ihr Einreisevisum nach Palästina bezahlt, das damals noch von den Briten kontrolliert wurde. Sie hatten mehrere Dörfer gegründet, in denen Gemüse, Apfelsinen und anderes Gemüse und Hühner gezüchtet wurden. Das Klima in Israel eignet sich gut, um Gemüse anzubauen, und unsere Erträge waren recht ordentlich. Aber der Preis für Gemüse variierte. Manchmal stieg er, ein andermal sank er unter den Selbstkostenpreis. Am Ende des Jahres reichte unser Profit gerade einmal dazu aus, die Bewässerungsrohre zu bezahlen. Wir hatten keine Schulden gemacht, aber auch nichts gespart. Und nun? Wenn wir so weitermachten, würden wir die 1000 Pfund, die wir für das Haus im Dorf brauchten, niemals zusammenbekommen. Weiterhin Tagelöhner zu bleiben, war aber auch keine Option. Nach einem ganzen Jahr in Israel waren wir genau da, wo wir angefangen hatten. Seit wir damals in Haifa angekommen waren, suchten uns immer wieder Gesandte auf, die neue Mitglieder für ihre Kibbuzim rekrutieren wollten. Einer von ihnen, David, kam mehrmals vorbei, um für seinen Kibbutz zu werben, der vor vielen Jahren von Pionieren aus der Tschechoslowakei, Rumänien und Polen gegründet worden war. Der Kibbutz war ein wohnlicher Ort mit viel Grün, Rasenflächen, gut ausgestatteten Kindertagesstätten und einem gemeinsamen Speisesaal. Zum Abendessen gab es Brot, Margarine, Oliven, Tomaten, Gurken, Sardinen, Konfitüre und Tee. Und als Krönung bekam jeder ein Schüsselchen frische, saure Sahne. Das überzeugte mich. Ich liebte saure Sahne. Und so zogen wir in den Kibbutz. Ich freute mich sehr auf den Kibbutz. Dort lebten mehrere Bekannte von uns. Einige waren mit unserem Schiff nach Israel gekommen. Andere gehörten der zionistischen Bewegung an, in der Otto vor dem Krieg aktiv gewesen war. Ich hoffte sehr, dass das Leben im Kibbutz einfacher sein würde als im Dorf. Der wichtigste Grundsatz war die Gleichheit aller ihrer Mitglieder. Alles Eigentum gehörte dem Kollektiv und das Motto lautete: jeder trägt bei, so viel er kann und bekommt, so viel er braucht. Natürlich wurde dieses hehre Ideal nie wirklich erreicht. Manche Mitglieder waren immer ein bisschen gleicher als andere. Otto und ich waren beeindruckt. Ich wollte aber vor allem das Zimmer sehen, in dem wir wohnen würden. Die alteingesessenen Bewohner, die zunächst in Zelten und später in provisorischen Hütten gehaust hatten, waren bereits in soliden Reihenhäusern untergebracht. Jede Familie hatte ein Zimmer mit Veranda. Aber da alle Kinder in eigenen Schlafsälen schliefen, war ein Zimmer für ein Ehepaar ausreichend. Der Kibbutz hatte kürzlich mehrere Reihen von Holzhütten errichtet, mit einem etwa 14 Quadratmeter großen Zimmer pro Einheit und einer Rasenfläche davor. Unser Doppelbett, ein kleiner Tisch und zwei Lehnstühle. Mehr passte beim besten Willen nicht in das Zimmer hinein. Den Rest unserer Möbel aus Prag, die im Container nach Israel gereist waren, verteilten wir zwischen den Nachbarn. Unser Freund Batja bekam das grüne Sofa, eines von drei Möbelstücken, die ich aus meinem Elternhaus gerettet hatte. Es leistete ihm gute Dienste, wenn er Damenbesuch hatte. Inzwischen steht es wieder in meinem Wohnzimmer. Zu den vielen Arbeiten, die ich in meinen 7 Jahren im Kibbutz verrichtete, gehörte auch die im Speisesaal. Es war Schichtarbeit, entweder von 6 bis 13.30 Uhr oder von 11:30 bis 20 Uhr. Ich war natürlich nicht die einzige Kellnerin. In jeder Schicht
taten mehrere von uns Dienst. Einmal heuerte das Kibbutz-Komitee einen Spezialisten für Rationalisierung an, der uns beibringen sollte, wie wir effizienter arbeiten könnten, um Personal zu sparen. Er begleitete uns mehr als eine Woche lang bei der Arbeit im Speisesaal und machte sich Notizen. Anschließend schlug er einen neuen Ablaufplan vor. Der Plan funktionierte nicht. Das Problem war, dass er sich bei seinem neuen Arrangement nur an meiner Arbeitsleistung orientiert hatte. Wie sich herausstellte, waren meine Kolleginnen nicht so schnell wie ich. Sie waren schlichtweg nicht in der Lage, weitere Aufgaben in ihren Arbeitsablauf zu integrieren, wie der Spezialist es vorschlug. Das Resultat war, dass fortan zwei Leute eingestellt werden mussten, um zu tun, was ich bislang allein erledigt hatte. Niemand sagte es laut, aber ich wusste, dass alle sauer auf mich waren. Von 1990 an fuhren Otto und ich jedes Jahr nach Prag, bis er zu krank für längere Auslandsreisen wurde. Als er starb, kaufte ich mit dem Geld, das er als Entschädigung für das konfiszierte Vermögen seines Vaters erhalten hatte, eine kleine Wohnung in Prag. Zweimal im Jahr, im Frühling und im Herbst, verbringe ich dort ein paar Wochen. Ich treffe meine alten Freunde wieder und habe auch neue gefunden. Ich spreche inzwischen zwar gut Hebräisch, doch die tschechische Sprache und Kultur liegen mir immer noch näher. Wenn jemand mich fragt, wo fühlst du dich denn wirklich zu Hause, weiß ich nicht, was ich antworten soll. Meine Wurzeln liegen nicht mehr in Tschechien, aber ich kann auch nicht behaupten, dass ich mich in Israel verwurzelt fühle. Ich mag den Charme von Prag und die tschechische Landschaft. Aber genauso liebe ich in Israel den See Genezareth und das Mittelmeer, in dem ich im Sommer jeden Morgen baden gehe. Meine Lieben sind in Israel begraben, aber die Namen meiner Eltern und meines Großvaters, die in der Shoah umgekommen sind und keine Gräber haben, sind auf einem Marmorstein auf dem neuen jüdischen Friedhof in Prag eingraviert. Wenn ich in Prag bin, bin ich ganz entspannt und fühle mich heimisch. Aber wenn ich in Netanja zurückkehre, ist das ähnlich. Auch hier ist mein Zuhause. Thank you, Bara. And now we're switching to English to include Ron. Ron, I'm sorry we kept you waiting. I hope you're still with us. Can you hear me? Yeah. Good. I can hear you. Hi. It was very, very interesting to try to understand German. I carry a German name, but ich nicht sprechen Deutsch. That's why we speak English now. So thank you. Thank you for being nice and considerate so I can better understand you now. Yeah. But I think I have identified most of the stories. Okay. So, and I know my mother for a while. I see her right there. Uh-huh. And she will join us in a moment. But my first question is for you. And this question is, when do you remember the first time when you heard or realized that both of your parents had been in a concentration camp? No, I was thinking about it today after our conversation yesterday. And realized I grew up with this. It was so normal and natural that there were numbers on my parents' arms and on most of the staff and their friends that I was sometimes wondering why some people around don't have numbers from Auschwitz on their arm. It took me a while in life to realize that my parents and their friends and the community, the small community where they worked, initially built for as a boarding school for orphans of the Holocaust. It was so normal, I didn't realize it is not normal. It took me some years to realize that what for me as a child was normal was not. I don't remember the specific date of when I was told. It was always there.
spoken about, mentioned once a year, both my parents as teachers that they were, went on stage and told the sad story to the entire class or the entire school. And that happened every year since I was in first grade until 12th grade. So the Holocaust was, it seems like, was always there. I was thinking after our conversation yesterday, when did I first understand that I'm a son of Holocaust survivors? And I don't remember. It was always there. It was just like, I was born that way. I don't remember the moment where it dawned on me. It is the way it was. And I don't remember the first declaration or discovery. They didn't wait. It was always spoken of and not hidden. And I think it's healthier that way. Yeah. And Dieter, can you remember talking to Ota about if you wanted to tell your children that you had been in a concentration camp? We never hid it from the children. They were present when we talked about it. I don't remember that we especially took them, you know, spoke about it to them especially. But they heard it when we had guests, and in the conversation they got it. We had no problem. I didn't think like many people who were survivors who didn't share it with their children because they wanted to spare them. And many today adult people whose parents are no longer with us regret that they did not ask their parents about what they experienced. Mm-hmm. Ronnie was always there when we spoke. Okay. Curious as well. Very curious. I was always listening with amazement because they were so knowledgeable and their stories were so unbelievable. And they were such nice and smart and kind people that were able to tell fantastic jokes, even with their memory and childhood. When they got together, it was really interesting to just sit there and listen. And did you and your siblings talk with each other, without your parents, about this topic? Ah, you're trembling on another little Holocaust by accident, but I'll try to be honest. No problem. I'm a psychologist by training. I don't... You asked me yesterday if I can speak about things, and I said, I think the problem is opposite. I can speak quite openly about the subject, but in my life, when I meet people from Germany and they politely ask me where I come from, then I tell them I was born in Israel. They gently move on to, where did your parents come from? And I say Prague. And they pause again and very delicately and carefully says, and where have they been during the war? And I say in many things, I try not to get into it too much because I see that they get uncomfortable, but eventually they don't let go. And I admit that, yes, they were in Auschwitz. And then there is a pause and I always feel embarrassed that I am the cause of people's remorse and unpleasant feelings. They're not guilty. It is the grandparents' generation. Dita is 91. God bless her to 120. But most people who were there, unfortunately, are no longer with us. Now I forgot the original questions because I speak too much. But I think it's okay because I asked you the questions. But you told me one thing yesterday that I'm very unsure about myself, what to think of it.
You told us yesterday that you tattooed the numbers of both parents onto your arms, onto your arm. The numbers, Here they are. There they are, the concentration camp numbers. And this is my father and my mother on my left arm. I had to become 50 to be courageous enough. Although I was an officer and fought in Lebanon and was in Beirut under very unpleasant conditions, nothing compared to Auschwitz. Nothing will ever compare. So I had to be brave enough to face my lovely mother, who resisted the idea because she probably thought that if I tattooed on my arm my late father's number and her number, people will see it and think I have lost my mind. That may be the case, but it was easier for her to accept after realizing that there are hundreds and maybe thousands of second and third generation who have tattooed either their parents or grandparents' Auschwitz number on themselves, because they felt a need to remember where they come from and never forget till the day they die. Why, how come, through what miracle they have managed to be born? Because if you had a number, you are not supposed to stay alive. And having the number and being alive, for me, is a triumph. Is some sort of victory. Mm-hmm. So I don't see it as a shameful thing. Although at first, when I did it, I put a Band-Aid on my arm, and my very clever mother said, "What is there?" And I said, "Oh, a little scratch." Mm-hmm. And she said, "I know what it is." Right away, she knew what I was hiding. So the next Friday I came, it was without the bandage, and she accepted me having those numbers by now, I hope, forgave me. I consulted religious people because it's forbidden to tattoo. You are in the Ten Commandments forbidden to worship idols and pictures as a Jew. And so tattoo is idling a picture of somebody lovely or admirable. And the Jews are forbidden from putting tattoos really because of that Ten Commandments request to believe in God and not in idols and statues and pictures. And so we are forbidden from doing this. And I knew that once I make a tattoo, I am actually committing a crime against my religion. I'm not Orthodox, but this is my religion. I was born this way. Nobody consulted me. And so I asked the religious authorities, and they said, "What are you going to do?" And I said, "I'm going to put the Auschwitz numbers of my father and my mother. And do you think God will be angry?" And they said, he was a very smart rabbi. He paused and he said, "God will understand and forgive you for putting these numbers, although it's forbidden. These are not a statue and not a picture of some lovely lady. This is a memorial," and he gave me permission. And so I dared to do it when I was 50, because before that my mother refused. An obedient child, usually. And after getting ask your mother what she thinks about it. She was more important than the rabbi, but I was glad he said yes, because I actually defied her request not to do it. She said, "We were forced and we were marked to die with these numbers." Let her tell the story. So why would you volunteer? Dieter. What do you think about it? Well, I got used to it, but I never heard about the that it's forbidden to tattoo by the Jewish tradition. I didn't know that. Mm-hmm. Okay. So there's a bit of discussion between the two of you, perhaps. Isn't it wonderful that we have the possibility of getting to know each other after 60 years, finally, and we meet on Zoom, and this, I think, is my mother. Yes, but you don't know Uli. Yeah.
That he made a mistake. He has one digit is wrong. Uli and I are old friends. We met yesterday. Yeah. I just received a message from Dietmar, not Dieter, but Dietmar, that there are some questions in the chat, lots of questions, and I wrote them down, and most of the questions, Dieter, go to you. But I think the questions were posed in German. So Ron, I'm afraid we have to switch into German, but I can translate it to you later. Also es gab einige Fragen im Chat, die wir zusammenfassen müssen, weil es so viele waren. Dieter, und davon ist eine, woher du die Kraft nimmst. Die Kraft, das überlebt zu haben, ist das eine, aber die Kraft auch immer wieder sich dem auszusetzen, immer wieder zu erzählen, wie jetzt heute Abend mit uns hier auf Zoom zu sein, das ist eine Frage, Dieter, für dich. Ich fühle, das ist, es ist meine Pflicht. Ich fühle es als Pflicht, als Obligation zu erzählen. Das ist, solange ich hier bin, noch schnell, die Informationen sollen nicht verloren gehen oder vergessen werden. Ja, und was die Kraft betrifft, wurde ich heute gefragt, schon einmal, hatte schon ein Interview vorher, woher nimmst du die Kraft? Woher nehme ich die Kraft? Das ist etwas, was man nicht erklären kann. Entweder hat man es oder hat man es nicht. Hm. Ja, und du bist ja 1999 das erste Mal auf Einladung von Heiner Schulz nach Hamburg gekommen. Und du warst hier nicht gerne. Und ich habe das Gefühl, dass sich das ein bisschen geändert hat. Du bist seitdem mehrere Male gekommen. Gewiss, das hat sich geändert, weil ich viele, viele nette Leute kennengelernt habe in Deutschland. Including you. Thank you, my dear. es gibt noch eine Frage vom Chat. Die Frage nämlich, es gibt in Deutschland die Diskussion, ob Menschen, also Schüler vor allem und Schülerinnen, verpflichtet werden sollten, eine Gedenkstätte zu besuchen. Also ob es verpflichtend im Lehrplan stehen sollte, dass Schüler, Schülerinnen eine Gedenkstätte besuchen. Und die Frage war, was du davon hältst. Ich bejahe das. Ich bin sehr dafür. Mhm. Als eine Möglichkeit, wenn es nicht in der Schule gelehrt wird, kann man anstattdessen die Klasse in eine Gedenkstätte bringen. Und dort sollen sie lernen davon, was passiert ist. Ja. Der Hintergrund dieser Forderung ist aber häufig, dass man davon ausgeht, dass sie in Gedenkstätten plötzlich alles lernen, was gut für sie ist. Ich habe nicht verstanden, was die Gedenkstätten, was? Es wird häufig von Politikerinnen und Politikern gesagt, diese Forderung, dass Schüler in Gedenkstätten gehen sollen, damit sie bessere Menschen werden. Ich glaube, das steckt eher dahinter. Ich glaube, das ist nicht zu erwarten. Das beeinflusst einen nicht, wenn man von Bosheit und Schlechtigkeit lernt, dass man besser wird. Aber junge Leute werden beeinflusst und können mehr Einsicht lernen. Das schon. Ja. Ich habe auch gerade die Nachricht von Dietmar gekriegt, dass relativ viele Schülerinnen und Schüler einer
Schule in Hamburg hier jetzt mit uns dabei sind, der Heinrich-Hertz-Schule, die sich also mit uns hier den Abend um die Ohren schlagen. Ich freue mich da sehr, dass wir eben auch junge Zuschauer und Gäste hier haben, die dich hören und sehen wollen. Ich grüße dich. Und genau. Ich hätte noch ganz viele Fragen, aber wir haben keine Zeit mehr. Falls jetzt nicht noch Fragen im Chat kommen, würde ich mich erstmal bei dir, Dieter, ganz besonders bedanken. Es war mir wie immer eine Freude, dich zu sehen, mit dir zu sprechen. Ich hätte es lieber persönlich getan, aber das schaffen wir noch. Gut, wir warten. Wir warten bald, genau. Ich danke dir, Bara, für die wunderbare Lesung, die du ja auch Dieter, vor allem Dieter, zuliebe gemacht hast. Und dass der Eindruck des Buches jetzt bei den Menschen, die hier bei uns sind, sich so verfestigen konnte, dass sie alle morgen in die Läden rennen und das Buch kaufen. And thank you very much, Ron, for being with us. I was very happy to meet you and I would have loved to talk a bit longer, but unfortunately our time is over. So I hope it's okay for you. I hope it's okay for all of you. And I would like especially to thank Dieter for being here with us. Thank you. Thank you very much. Danke, meine Liebe. Bye-bye. Es ist wunderbar. Das Gemeine ist ja, dass man in seiner Form nicht applaudieren kann, aber ich habe gelernt von Gehörlosen, man kann applaudieren, indem man die Hände so winkt und das tun jetzt ganz viele, die ich gerade sehe, die ihre Kameras angeschaltet haben. Für dich, Dieter, ganz, ganz herzlichen Dank auch von uns and very thank you to Ron in Israel. Vielen Dank an Barbara und vielen Dank natürlich an Uli Jensen für die sensible Moderation. Sie haben ganz viele Fragen im Chat gestellt. Vielen Dank auch dafür. Wir haben uns entschieden, das Gespräch eher so laufend so zu führen, dass es in dieser chronologischen Reihenfolge führt. Von daher Entschuldigung den Fragen, die wir jetzt nicht weitergegeben haben. Aber sowohl die KZ-Gedenkstätte Neuengamme als auch wir machen ja viele weitere Veranstaltungen und greifen Ihre Fragen dabei gerne auf. Thank you very much, Dietmar. And you can tell the audience that they can write me questions if they want. I'll answer anybody. Everybody who writes me gets an answer. Das ist ein fantastisches Angebot. Ganz herzlichen Dank. Also wenn Sie noch Fragen direkt an Dieter Kraus haben, schreiben Sie das gerne uns an hamburg@fes.de oder an natürlich die KZ-Gedenkstätte. Das geben wir weiter und stellen den Kontakt zu Dieter Kraus dann gerne her. Super, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank auch nochmal allen. Thank you everybody for watching us from very other countries. I chatted with some guests from the US, cousins of you, Dieter and Ron. Mrs. Golden is here with us digital. So thanks to everybody who watched from abroad. Vielen Dank allen, die aus Hamburg zugeguckt haben. Auch herzlichen Dank allen Schülerinnen und Schülern der Heinrich-Hertz-Schule und den Lehrerinnen und Lehrern, die das ermöglicht haben. Für heute schließen wir diesen, wie ich finde, beeindruckenden Abend mit ganz herzlichem Dank. Bleiben Sie gesund und lassen Sie uns das Gedenken wachhalten und daraus für die Zukunft der Demokratie und der Menschenrechte ganz viel Kraft schöpfen. Ich finde, das hat man der Lebensfreude und dem Lebensmut von Dieter heute, davon kann ich das mitnehmen. Ganz, ganz herzlichen Dank und noch einen guten Abend allerseits.